Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Dieser Haushalt, er ist ja von einer sehr großen Mehrheit, wird er dann beschlossen werden, kann in der Sache ja nur ein Haushalt der kleinen Schritte sein. Ein Haushalt ist weiter so. Allerdings, wir haben 2022 und ich würde sagen, zumindest wenn wir an Klimawende und Verkehrswende denken, dann sollte doch eigentlich auch im Haushalt hier weitaus mehr geschehen. Ein Paradigmenwechsel müsste eigentlich eintreten. Wir müssten eigentlich Größenordnung 10, 20 Millionen in die ganze Sache stecken. Radverkehr, alle fortschrittlichen Städte stecken da ungefähr 20 oder mehr Euro pro Kopf und Jahr in die Radinfrastruktur. Wir machen nur einen Bruchteil davon. ÖPNV. Verkehrswende, also ÖPNV als Teil der Verkehrswende, möchte ich jetzt etwas genauer erläutern und damit von meinem ursprünglichen Redentext abweichen, denn ich habe eben das Wort Paradigmenwechsel gesagt. Ich bin leicht schockiert. Die DVB hat Geld durch Tickets, die DVB hat Geld durch die DVD, durch die Sachsenenergie. Und das reicht aber nicht mehr. So, wir haben jetzt eine erkleckliche Euroanzahl, 10, 20 Millionen bald, die pro Jahr fehlen, die wir sozusagen dazu tun müssen aus dem Haushalt oder aus einer neuen Quelle. Oder wir streichen das Angebot zusammen. Es gibt logisch gesehen nur diese drei Möglichkeiten. Entweder wir finden eine andere Finanzierungsquelle oder wir nehmen es aus dem Haushalt oder wir streichen. Und Herr Zastrow und Herr Blödner haben heute zum ersten Mal seit Jahrzehnten öffentlich in diesem Stadtrat das Thema Streichung von Angeboten in den Mund genommen. Das sozusagen steckt eigentlich perspektivisch in diesem Haushalt drinne. Denn ich höre schon in zwei Jahren den Herrn Krüger sagen, Haushaltsfinanzierung über Jahre, das machen wir nicht. Und was machen die Grünen dann? Okay, die FDP will keine Anwohner parken, die CDU will keine Haushaltsfinanzierung. Bleibt nur noch Kürzen übrig. So, das ist erst in zwei Jahren, ich weiß, da kann man vielleicht noch jetzt drüber nachdenken, aber es wird passieren. Ein Wort zum Anwohnerparken, das ist heute nicht das Thema, aber ich möchte doch hinweisen darauf, dass die Argumentation von Jens Mattis für mich hinreichend absurd ist, denn wenn ein Auto, ein SUV zum Beispiel, 120 Euro im Jahr für einen Anwohnerparkausweis bezahlen soll, 10 Euro im Monat, dann kann man nicht behaupten, dass dieses Auto oder die haltende Person davon finanziell überlastet wäre. Im Gegenteil, die meisten Leute, gerade auch zum Beispiel in der Neustadt, sind froh über Anwohnerparken, denn sie finden endlich mal einen Parkplatz. Ohne Anwohnerparken gibt es keinen Parkplatz. Ist auch schlecht für Pflegekräfte und so weiter und so fort. Aber wenn es jetzt ein Problem sein sollte, dass es einzelne Menschen gibt, die vielleicht an den 120 Euro nicht, die das nicht aufbringen können, die gerade so an der Grenze sind, die auf ihr Auto angewiesen sind, dann lasst uns doch über Ausnahmen nachdenken, ja? Nach welchen Kriterien man dann vielleicht nur 30, 40 oder 50 Euro bezahlen muss. Aber nein, wir lassen alle 70, 80, 90.000 SUVs umsonst auf der Straße stehen. Ja, Herr Wirtz. Es gibt diese Autos und Sie lassen sie bewusst umsonst auf der Straße stehen. Es gibt diese Autos. Es ist nicht die Mehrheit, aber Ihre Partei hat in diesem Stadtrat keinen Plan, wie wir das mit dem Anwohnerparken bei den Autos machen sollen. So, mein Abschluss komme ich jetzt, wird Herr Zastrow freuen, weil Herr Zastrow, Sie sind wirklich genial. Ich meine es ernst, von Herzen. Das ist wirklich genial. Vor 3, 4 Jahren Albertstraße, ja, im Stadtrat gewonnen, erstmal die Radwege, die da nicht gekommen sind, und die CDU, also die Neustadt CDU frei gemacht durch diese Nummer. Ja, die CDU hat ja dann der FDP geholfen. Und oben in Klotzsche, ja, riesige Gewinne. Ja, was für ein Sieger. Ja, und jetzt wieder dasselbe, nur dass jetzt nicht nur die CDU mit dabei ist, sondern auch die Grünen, die einfach sozusagen Anwohnerparken sagen, nee, will ich nicht. Ja, und die Linke, die auch noch dann sozusagen jetzt sich denkt, mit Autopolitik irgendwie Gewinne machen zu können. Meine Damen und Herren, ich glaube, Frau Frohnwieser hat es gesagt, es ist Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Wir sehen uns hoffentlich im neuen